Hallo Schätzeleins, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr wisst ja, ich präsentiere euch immer jede Menge Highlights und dieses Jahr fängt ja bombastisch direkt an, denn ich stelle euch eine wunderschöne Hublot Aero Fusion Titanium Chronograph vor. Ja, und wenn ihr solche Highlights und andere Videos nicht verpassen wollt, dann wird es langsam Zeit, solltet ihr es noch nicht gemacht haben, mir ein Abo dazulassen. Ansonsten über einen Daumen hoch würde ich mich auch noch freuen. Und und jetzt stelle ich euch dieses Schätzelein hier vor. Ha? Eine richtig, richtig schöne Uhr. Also das gute Stück kam hier an. Und ich war direkt Feuer und Flamme. Ich hatte ja schon die Hublot Big Bang Magic Gold vorgestellt. Aber die ist zwar deutlich günstiger, kostet die Hälfte, aber liegt mir noch mal viel mehr. Denn sie ist ein bisschen unaufdringlicher und trotzdem irgendwie aufregend. Ja, also mir fehlen da einfach fast schon die Worte. Und damit ich mich jetzt nicht die ganze Zeit überhaspel und verhaspel, gehen wir direkt mal in die Detailansicht. Ja, willkommen zur Detailansicht der Hublot Aero Fusion Titanium Chronograph. Ja, man kann den Wert einer Uhr unmöglich durch analytisches Herangehen errechnen. Denn der wahre Wert liegt nicht in der Summe der Materialien, sondern in der Schöpfung des Gesamtwerkes. Wenn ich sehe, was Hublot einem Sellita SW300 bzw. ETA 2892 erschaffen hat, so verdient dieses Werk die Hublot eigene Bezeichnung HUB 1155 vollends. Gerade die Verwendung fremder Werke anstelle eines eigenen Manufakturwerkes ist heutzutage ja bereits häufig Grund des Anstoßes. Wenn man aber aus einem sehr guten Basiswerk eine solche Augenweide kreiert, dann ist der Ansatz von Jean-Claude Biver, dieses Werk nicht unter einem Ziffernblatt oder Stahlboden zu verstecken, genau richtig. Vergleichen wir das Standardwerk mit einem Stück Gold, das man zwei Goldschmieden übergibt. Bei einem reichen die Fähigkeiten dazu, daraus einen Ring zu schmieden, der andere erarbeitet ein filigranes Diadem. Bei gleichem Ausgangsprodukt kommen zwei qualitativ vollkommen unterschiedliche Werke heraus. Und genauso sehe ich das bei dem der Aero Fusion Titanium zugrunde liegenden Werk. Es dient lediglich als Rohstoff, um daraus etwas Wunderschönes zu erschaffen. Mit einer Größe von 45 mm ist das Gehäuse sicher für viele an der Grenze des Tragbaren. Für mich persönlich ideal. Die Bauhöhe von ca. 13,7 mm ist sicherlich dem Chronographenaufsatz geschuldet. Trotzdem wirkt die Uhr durch das Gehäusedesign und auch durch die Leichtigkeit des Titans nie klobig und schwer. Das Armband ist auch wieder eine Art Fusion aus zwei Materialien. An der Außenfläche haben wir edles Krokoleder, innen sehr sinnvoll waschbares Kautschuk. Der Tragekomfort ist ungemein hoch. Auch hier bleibt allerdings wieder die kleine Kritik, dass das Band etwas länger sein dürfte. Damit ich die Uhr tragen kann, muss ich bereits das letzte Loch nutzen. Mein Handgelenksumfang liegt bei ca. 19 bis 20 cm, also auch nicht über die Maßen groß. Die Faltschließe besteht aus Edelstahl. Die Gangreserve liegt auf Normalniveau bei 42 Stunden.
Das Highlight ist sicher das skelettierte Ziffernblatt, das den Blick auf die Technik des Werkes freigibt. Die Zeiger und Applikationen sind rodiniert und hochglanzpoliert. Die einzelnen Zahlen des Datumrades sind herausgearbeitet und nicht aufgedruckt. Dadurch erhält man ein wunderschönes 3D-Datum. Leuchtmasse sucht man vergebens, weswegen die Uhr in der Nacht nicht ablesbar ist. Das ist sehr schade, auch wenn es sicherlich dem Design geschuldet ist. Wie bei allen skelettierten Uhren leidet unter der Skelettierung die Ablesbarkeit. Aber eine solche Uhr kauft man auch nicht, um besonders klar die Uhrzeit abzulesen, sondern sich an der Schönheit eines mechanischen Werkes, das kunstvoll aufbereitet wurde, zu erfreuen. Auch der Blick durch den Saphirglasboden lohnt sich, denn auch hier wurde mit viel Liebe zum Detail veredelt und verziert. Preislich kostet einem der Wunsch, eine solche Uhr zu tragen, keine Kleinigkeit. Der Listenpreis liegt bei ca. 16.000 Euro und schaut man bei Chrono24, so kann man ab ca. 12.000 Euro ein ungetragenes Modell erwerben. Ja, kommen wir zum Fazit. Mir gefällt die Aerofusion Titanium hervorragend. Sie schafft in meinen Augen den Spagat, eine extrem hochwertige und skelettierte Uhr zu sein und dabei trotzdem nicht protzig und aufdringlich zu wirken. Das ist gerade bei skelettierten Uhren nicht immer einfach. Wer es sich leisten kann und möchte, der kann also bedenkenlos zuschlagen. Ich finde, gerade im Vergleich zu anderen Uhren im hochpreisigen Segment hat die Hublot trotz eines normalen Basiswerkes so einiges zu bieten, was man woanders vermisst. Ja, das war's von der Hublot. Was sagt ihr denn dazu? Ist es ein richtig gelungenes Öhrchen oder ist es doch eher was für Leute, die zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sie mir leisten könnte, würde ich sie mir kaufen. Definitiv. Also das ist eine Uhr, die ich wirklich wunderschön finde. Ja, ich bin ja auch bei der Baselworld künftig und demnächst und habe auch bei Hublot schon einen Termin vereinbart. Da freue ich mich drauf, gerade weil sie auch eine tolle Pressekonferenz machen werden. Und da werde ich euch natürlich die neuesten Highlights direkt aus der Nähe zeigen. Ich werde von der Hublot Pressekonferenz berichten. Und bin gespannt, was mich dort erwartet. Ich hatte angefragt, ob ich ein schönes Interview beim Ricardo Guadalupe kriege, aber ja, da sind dann doch Magazine mit größerer Reichweite aus den Printmedien doch ein wenig vor mir, aber die holen wir alle noch ein, oder? Und demnächst, da reißt man sich darum, dass man mit mir ein Interview bekommen kann. Von daher, damit das passiert, denkt daran, abonniert meinen Kanal und wenn ihr mir jetzt noch einen Daumen hoch da lasst und vielleicht einen netten Kommentar, was ihr von dem Video, was ihr von der Uhr haltet, dann freue ich mich erst recht. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, wisst ihr immer unten in der Beschreibung einen Link zu Patreon. Bis dahin mal, bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Ciao.